Ich bin 19 Jahre alt. Du bist 19 Jahre alt. Und was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich weiß, ich fühle mich so schlecht, ich kann das irgendwie nicht so einfach rausreden, aber ich glaube, es ist gut, sie anzurufen. Ich wurde meine ganze Schulzeit lang gemobbt. Ich wurde mal auf die Gleisen geschmissen früher. Und Worauf geschmissen? auf die Gleisen von den am Bahnhof. Jemand hat dich auf die Gleise geschubst. Genau. Okay, und das kam Und öfters vor? nee, das war einmal, aber es ging irgendwann so weit, das wurde dann auch im Internet gepostet und so. Okay. Und Wer das macht sowas? meine damaligen Klassenkameraden. Wie alt warst du Und da? ich war damals 9, 10, 11, 12 um den Dreh. Okay, das ist Und viel. irgendwann habe ich mich zurückgezogen. Ich bin 2, 3 Jahre nicht zur Schule gegangen. Habe irgendwann dann meinen Schulabschluss ab nachgeholt und das Gut. ist mir so nicht aus dem Kopf gegangen. Irgendwann dachte ich mir, mein Mobber muss sich irgendwas zurückgeben. Es ging dann so weit tatsächlich, dass ich meinen Mobber so stark zusammengeschlagen hatte, dass ich am Ende wegen Totschlags angezeigt wurde und ging dafür 2,5 Jahre ins Gefängnis. Du hast ihn umgebracht. Nein. Also Wegen es war versuchten versuchter Totschlag. Totschlag. Okay, das muss man Totschlag. vielleicht nochmal dazu sagen. Okay. Puh. Und dann bist du 2,5 Jahre ins Gefängnis gekommen oder auf Bewährung? 2,5 Jahre ins Gefängnis, genau. Und das, obwohl du jetzt erst 19 bist. Genau, ich bin mit 16 reingegangen, mit 18,5 raus und seit einem halben Jahr, ungefähr 5 Monaten, um den Dreh raus. Und dort hast du auch den Abschluss nachgeholt? Genau. Mein Okay. Fachstab. Wow. Tatsächlich dachte ich mir, ich habe es wirklich sehr bereut. Weil immerhin war das ja meine Zeit, die ich verschenkt hatte. Und mein Opfer sozusagen hat da draußen sein Leben gelebt und ich war da drin getrennt von meiner Familie und ja. Weißt du In denn, der wie Zeit. es ihm geht? Wie bitte? Weißt du denn, wie es ihm geht jetzt? Tatsächlich, ich habe ihn zwei, drei Monaten auf der Straße gesehen. Aber damit ich. Da waren ja noch immer innerliche Emotionen in mir. Damit nichts passiert, bin ich einfach in die nächste Straße rein und habe nicht weiter darüber nachgedacht. Und Was hast du gefühlt, als du ihn wieder gesehen hast? als ich ihn gesehen hatte, ging in mir ein Loch auf. Ich habe mich so leer gefühlt und Angstzustände. Und es war sehr schlimm. Deswegen. Und Aggression. Also es war schon Wut mit dem Spiel. Es war jetzt nicht Reue oder so. Es war, kann man beides nennen. Reue zwar wenig in dem Moment, aber Wut und die Erinnerung von damals. Aber wir sind ja alle älter geworden und Jetzt ist meine Frage so ein bisschen, weil ich grundsätzlich kein Freund von Gewalt bin. Also klar, es ist absolut scheiße, was dir angetan wurde über Jahre und das ist nicht zu vernachlässigen. Absolut nicht. Aber was hat es dir gebracht? tatsächlich hat es mir ein paar Freunde damals gebracht. Ich wurde sehr gefeiert für diesen Fall. Ja, okay. Und musstest in den Knast. Genau, nach 3 Monaten musste ich dann in den Knast. Aber für die Zeit, in der Zeit dachte ich mir, krass, ich habe es echt geschafft. Ich hatte Freunde und wurde abgefeiert und war auf einmal der Krasseste, wo Sind ich die niemals. Freunde heute auch noch da für dich? Die Freunde sind tatsächlich nicht mehr da, aber
wenn man sich gesehen hatte, dann hat man sich Hallo und so gesagt, wie geht's, und dann ging es weiter. Also ich hatte weder einen Besuch, weder sonst was von diesen Jungs. Na gut, das ist auch nicht wirklich schön, oder? Also. Im Knast war das wirklich nicht. Es war einfach, man war alleine, man ist da drin und jeder lebt sein Leben da draußen und Familie. Und während der Zeit ist auch mein Onkel an einem Autounfall gestorben. Die Beerdigung hat stattgefunden und Und du konntest nicht mit dabei sein, ne? tatsächlich durfte ich nicht dahin gehen, aber Ja, das ist hart, ja. Und trotzdem spürst du noch diese Wut in dir. tatsächlich ist es immer noch. Ich weiß nicht, ob ich noch mal das Gleiche machen würde, aber die Also tu Wut es ist. bitte nicht. Ich kann dir sagen, dass es dir auch da nicht weiterhelfen wird. Du kannst auf jeden einschlagen, der dir jemals etwas angetan hat. Es wird absolut nichts bringen. Das habe Außer ich. noch mehr Leere. In dem Moment kann ich mich einfach nicht mehr kontrollieren, weil das sind einfach. Verstehe ich. Verstehe ich. Umso wichtiger ist, dass du das auf jeden Fall irgendwie aufarbeitest und das ein bisschen aus dir selber rauskriegst. Hat Ja. man dich beraten? Hat man dir irgendwie nahegelegt, dass du eine Therapie machst? Tatsächlich sollte ich eine machen, aber muss ich sogar eine machen, aber ich gehe öfters mal nicht. Also es wäre ganz, ganz wichtig, dass du da hingehst mit offenen Gedanken. Also nicht verschließen, nicht denken, das ist nur für Schwächlinge oder sowas. Du hast das erlebt und es macht was mit dir. Und dann solltest du das wirklich verarbeiten. Und Ja, da ich auch glaube. wirklich offen rangehen. Sonst wirst du diese Leere nicht los. Aber die Angst rauszugehen ist immer noch da. Ich bin meistens nur fürs Einkaufen oder für Termine, die ich noch habe, draußen und mehr nicht. Ich kann noch nicht rausgehen und es ist so ungewohnt. Direkt mit 16 bin ich rein und dann. Weil du Angst hast oder warum kannst du nicht rausgehen? Angst habe, dass mir wie damals dieses Mobbing wieder anfängt und ich nichts machen könnte und. Möchtest du, dass das weiterhin deinen Alltag bestimmt, wenn du nicht einmal rausgehen kannst, so wie du es möchtest? Ich fühle mich immer noch, als wäre ich 13 Jahre alt. Ich habe damals die Schule abgebrochen, also bin ich zur Schule gegangen, war auch nur zu Hause. Dann war ich im Knast, das war ein bisschen anders, aber jetzt ist es genau das Gleiche. Aber du Ich fühle möchtest ja mich. auch rausgehen und Leute sehen wahrscheinlich, oder? Das Einzige, was ich habe, ist ja meine Familie und da brauche ich noch erstmal ein bisschen noch Zeit, um mich mit der wieder einzufinden und. Verstehe ich. Aber ich fände es wirklich sehr, sehr schade, wenn du dich da von deinen Ängsten bestimmen lässt, quasi. Du solltest eigentlich stärker sein als diese Ängste, und das kann man eben wirklich durch diese Therapie erreichen. Das ist ein Prozess, das sieht man nicht von heute auf morgen, absolut nicht, aber es ist wichtig, dass du da wirklich offen drüber sprichst und das verarbeiten kannst und da Hilfestellung hast. Um eben auch selbst entscheiden zu können, hey, ich will jetzt rausgehen, ich will Leute sehen und das dann auch machen können. Das würde ich dir wirklich wünschen. Die Sache ist, ob ich zur Therapie gehe und dieser Mensch, dem ich gegenüber all meine Probleme erzählt, der mich auch wirklich versteht. Ich denke, das ist die andere Frage. Und die sozialen Ängste draußen Klar. sind immer noch. Aber du kannst es doch versuchen, oder? Das schadet ja nicht. Du kannst es probieren und dann immer noch irgendwann sagen, hey, das bringt, glaube ich, nichts. Aber es zumindest mal versucht zu haben, finde ich wichtig. Und da wirklich mal ganz offen ranzugehen. Sie haben echt recht. Das hat mir bis jetzt niemand so richtig gesagt. Hast auf jeden Fall sehr viel erlebt und ich bewundere, dass du da überhaupt offen drüber sprichst. Das ist auch schon stark. Ja, Vielen Dank auf jeden Fall. kein Problem.
Dann wünsche ich dir alles Gute, drück dir die Daumen und hoffentlich sprechen wir uns irgendwann nochmal und dann kannst du darüber berichten, wie du es bearbeiten konntest. Werde ich auf jeden Fall machen. Mach Vielen mal so. Dank. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Tschüss.